Was? Noch schlechter? Die Beziehungen Deutschland-Russland 2019. Russische Medien informieren, dass der Russland-Koordinator der Bundesregierung der Meinung ist, dass sich das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland im Jahre 2019 weiter verschlechtern wird. Der bevollmächtigte Vertreter der deutschen Bundesregierung für die Zusammenarbeit mit Russland, Dirk Wiese, hatte der Zeitung Pfälzischer Merkur ein Interview gegeben. Und verwundern tut diese Aussage schon ein wenig, denn eigentlich war man doch in Russland zu der Überzeugung gekommen, dass das Verhältnis zwischen beiden Staaten so schlecht ist, dass es nicht mehr schlechter werden könne. Aber da scheinen sich wohl in den letzten Wochen noch einige Negativreserven gezeigt zu haben. Der Koordinator der Bundesregierung meinte, dass die Unberechenbarkeit Moskaus der Grund für diese von ihm befürchtete Tendenz ist. Wobei auch dies verwundert, denn die Politik Moskaus ist noch nie berechenbar gewesen. Warum sollte auch Russland seine Politik so gestalten, dass alle, die Russland nicht wohlgesonnen sind, rechtzeitig Maßnahmen ergreifen können, um die russische Politik auszuhebeln, wenn sie denn berechenbar ist? Und Herr Wiese meint, dass Russland die Verantwortung trägt für eine Reihe von Vorfällen in der Welt und deshalb ist Deutschland verärgert. Wiese erinnerte an den Vergiftungsfall Skripal und an den jüngsten Zwischenfall in der Kertscher Meerenge. Und der dritte Fall ist die Gefahr der Vertragskündigung für Kurz- und Mittelstreckenraketen. Mit anderen Worten, Russland ist an allem schuld. Herr Wiese hofft allerdings, dass sich das Verhältnis zwischen beiden Ländern doch noch verbessern könnte. Dafür ist aber wichtig, dass Russland das Minsker Abkommen einhält. Also auch hier ist Russland schuld. Und es ergibt sich für mich die Frage, an welchen Sünden dieser Welt ist Russland eigentlich nicht schuld? Und dann gibt es ja noch die Präsidentenwahlen in der Ukraine. Da glaubt Wiese, dass diese Wahlen wenig geeignet sind, irgendwelche Kompromisse im Verhältnis beider Länder zu finden. Wäre natürlich interessant gewesen zu lesen, welche Kompromisse denn Herrn Wiese so vorschweben. Aber darüber haben die russischen Medien nicht berichtet.